Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es um das App-Modul. Das App-Modul ist ist das zentrale Modul, das euch am Anfang mit kreiert wird. Ihr habt am Anfang nur ein Modul. Ihr findet das Ganze unter SRC, da wo der ganze Source-Code liegt. Und dann unter app.module.ts. Das ist das App-Modul und da drin ist sozusagen... es ist an sich keine Logik hier drin, es bündelt aber die Logik von allem anderen. Das heißt, es produziert einfach genau das, was es zu produzieren hat, aus den Komponenten, die dieses Modul hier verwendet und aus den anderen Modulen, die geladen werden. Wir sehen hier, wir haben einmal ein Browser-Module importiert und wir haben das ng-Module importiert. Und ja, das sind sozusagen die Module, die jetzt vom App-Modul benutzt werden. Und dieses App-Modul ist nachher auch das, was ihr dann sehen könnt. Und es hört sich ein bisschen verrückt an, es ist auch sehr modular aufgebaut, aber das ist wirklich eigentlich sehr sinnvoll, weil so kann man natürlich sagen, okay, der eine macht das hier, also wenn man jetzt im Team arbeitet, der andere macht dieses Modul und nochmal einer macht eben ein anderes Modul. Und die werden alle voneinander eben importiert, beziehungsweise nicht alle werden von allen importiert, aber halt manche importieren andere Module und benutzen einfach die Funktionalität aus diesen Modulen. Das heißt, wir haben hier sozusagen ja, die zentrale Bündelung in diesem App-Module eben. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das Ganze ist jetzt hier normales TypeScript eigentlich. Allerdings sehen wir hier, wir haben hier so ein komisches addNG-Module. Das bedeutet, das ist ein sogenannter Decorator und der schmückt sozusagen unser Modul mit dem, was eben ng, also Angular, damit macht. Und ja, im Endeffekt müssen wir hier die Deklarationen angeben. Was genau Deklarationen sind, schauen wir uns dann noch an. Wir sehen hier auch, was importiert wurde, aktuell nur das Browser-Module. NG-Module brauchen wir nicht, weil wir das hier oben sozusagen drin haben. Also das zählt nicht als Import sozusagen. Dann haben wir hier Providers, das brauchen wir auch noch nicht. Und Bootstrap, das schauen wir uns das nächste Mal an. Bootstrappen bedeutet, es hat nichts mit dem Bootstrap CSS oder sowas zu tun, sondern Bootstrapping bedeutet, wann wir Sachen starten. Ja, und am Ende sehen wir hier, es wird auch das App-Module wieder als Klasse exportiert. Das heißt, es kann von anderen Modulen oder anderen Komponenten auch benutzt werden. Okay, so, was wir jetzt, hier sehen wir übrigens auch noch, dass das App oder dass die App-Component hier auch importiert wird und benutzt wird. Das ist die hier. Können wir auch gerne mal kurz reingucken. Im Endeffekt steht hier nichts Besonderes drin, wobei das machen wir dann, wenn es Zeit ist. Jetzt, was wir noch machen wollen, ist, wir wollen hier einfach mal noch ein paar neue Sachen benutzen. Wir wollen zum Beispiel ein Formular haben und wir wollen HTTP benutzen können. Und was wir dazu machen ist, ganz normal, wir nehmen hier Import, wenn es nicht längen würde, Import und sagen dann, wir wollen das Ganze mit dem Namen Forms Module, sehen wir hier schon, importieren from, genau da, @angular/forms, das ist in Ordnung. Und wir wollen das HTTP-Modul importieren, also import HTTP, ich habe es klein geschrieben, ups. Module fangen vorne immer groß an und jedes neue Wort sozusagen fängt auch groß an. Und es zeigt euch sowieso schon direkt, von wo das Ganze importiert wird. Das heißt, das ist sehr angenehm eigentlich. Die sind jetzt hier allerdings als falsch markiert. Und das ist das TS-Lint. Das sagt nämlich, man soll hier bitte ein einzelnes Anführungsstrichle verwenden. Kein doppeltes, ne? Komm schon, was ist jetzt passiert? Also ein einzelnes Anführungsstrichen und dann funktioniert das Ganze schon. Statt einem doppelten. Und dann sehen wir auch, die Fehlermeldung geht weg, aber es ist immer noch ausgegraut. Was bedeutet jetzt ausgegraut? Naja, ausgegraut heißt in dem Fall, es wird nirgends verwendet. Ist ja auch korrekt. Es bedeutet aber auch, dass wir es irgendwo verwenden sollten. Und was wir dann eigentlich machen müssen, ist, wir müssen nur angeben, dass wir es überhaupt importiert haben. Als ng-Module müssen wir das einfach nur angeben. Das heißt, wir packen hier hinten dran ein Komma und geben noch an, was wir sonst so alles importiert haben. Ach ja, ist ja okay. Sagen hier, Forms-Module haben wir importiert und wir haben das HTTP-Module importiert. So, dieses Durchgestrichene bedeutet hier, dass es eigentlich deprecated ist. Das heißt, man sollte eine neuere Variante davon verwenden. Ich möchte es aber eh nur kurz als Beispiel einfach benutzen, wie man eben hier neue Sachen importieren kann. Deswegen ist das jetzt gerade aktuell relativ egal. Deprecated heißt übrigens nicht, dass es nicht mehr funktioniert, sondern dass es irgendwann demnächst in Zukunft halt mal nicht mehr funktioniert. Okay,
Ja, und das ist im Endeffekt schon das App-Module. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, was es genau tut oder warum das überhaupt funktioniert. Aber das werden wir noch, keine Sorge. Und ja, heute war es das erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir uns das Bootstrapping angucken. Also das Ding hier. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.